Henrike Kellingheim und Wigald Boning. Herzlich willkommen hier bei der zweiten Verleihung des Karl Lende Produzentenpreises 2018. Schön, dass Sie da sind. Ja, Karl Lende, ein Laubheimer erfindet Hollywood. Typisch die Schwaben irgendwie, oder? Man unterschätzt sie immer so ein bisschen und dann haben sie plötzlich das Auto, das Fahrrad, den Dübel, die Streichhölzer oder eben Hollywood erfunden. Ja, womöglich auch die Musik. Ganz am Anfang, das war das Salonorchester Laubheim mit Joe Kraus, Echo Jazz-Preisträger als bester Trompeter und die spielten Manhattan. Und das war ja schon programmatisch für den ganzen Abend, also eine musikalische Reise von Laubheim nach New York 2006. An dieser Stelle ganz besonders erwähnenswert, eine der profiliertesten Schauspielerinnen Deutschlands und eine gute Freundin der Preisträgerin. Begrüßen Sie mit uns Thekla Carola Wiedt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, meine liebe Regina, ich bin ja schon für einige erkrankte Schauspielerinnen eingesprungen, aber noch nie für eine kerngesunde Bundeskanzlerin. Es ist sicher ein einmaliges Ereignis und charmanterweise hier im schwäbischen Laubheim. Und wie wird man fortan hier sagen? Der Lemmle und der Hegel? Die Ziegler und der Hauf, das ist bei uns die Regel, das fällt nicht weiter auf. Nachdem ich also den Schrecken über die höchst ehrenvolle Mission überwunden hatte. Aber wie soll man dieses Leben, den Menschen, das Werk, in circa 5 Minuten, also in 300 Sekunden angemessen würdigen? Ich meine, die Olympiade ist ja schließlich vorbei, hier sitzt ja auch niemand mit der Stoppuhr. Aber meine lieben Regina, ich weiß, überziehen bei Dreharbeiten geht gar nicht. Eigentlich Todsünde. In den Richtlinien des Karl-Lemmle-Preises steht, in Erinnerung an die herausragende Produzentenpersönlichkeit Karl-Lemmle soll mit dem Karl-Lemmle-Produzentenpreis das bisherige Lebenswerk oder die vorbildhafte Grundhaltung einer Produzentenpersönlichkeit geehrt werden. Oder eine herausragende Leistung eines Produzenten, die über den Einzelerfolg eines Filmes hinausgeht. Der Preisträger bzw. sein Werk soll einen besonderen Bezug zum deutschen Sprachraum haben. Weitere relevante Aspekte sind filmische Exzellenz und Kreativität, nationale und internationale Bedeutung und ein wesentlicher Beitrag zur Bedeutung des Films. Hört sich an, als wäre dieser Preis extra für dich geschaffen worden, liebe Regina. So maßgeblich passt er auf dich, auf deine Person, auf deine Arbeit. Dein Gesamtschaffen, auch das haben wir schon gehört. Über 500 Filme und Serien fürs Kino und fürs Fernsehen. Ich glaube, die genaue Zahl wirst du nicht einmal wissen. Aber diesen Preis gibt es nicht nur für die schiere Masse. Filmische Exzellenz und Kreativität sind gefordert. Deine 70 Preise und Auszeichnungen legen dafür Zeugnis ab. Schon für deinen Erstling, ich dachte, ich wäre tot, Idee, Buch, Regie, Wolf Gremm, gab es einen deutschen Filmpreis, 1973 noch Bundesfilmpreis genannt. Es sollte nicht der einzige bleiben. Überhaupt hast du so ziemlich alles abgeräumt, was es in Deutschland zu gewinnen gibt. Fernsehpreis, Grimme-Preis, Bambi, Goldene Kamera und. In Zukunft wird man Preise erfinden müssen, die du noch nicht hast. Der Karl-Lemmle-Preis stellt aber noch höhere Anforderungen. Auch die internationale Bedeutung ist gefragt. Schon 1979 warst du mit Fabian für den Oscar und den Golden Globe nominiert. 2006 warst du die erste deutsche Produzentin, die vom New Yorker Museum of Modern Art mit einer Retrospektive geehrt wurde.
Drei Jahre später bekamst du den International Emmy Award für die Wölfe. Es geht noch weiter, wir sind noch lange nicht am Ende. Preise und Auszeichnungen aus aller Welt, von Monte Carlo bis Sichuan, Banff bis Seoul, Houston bis St. Petersburg. Wir wollen aber neben deiner herausragenden Produzentenpersönlichkeit die Unternehmerin Regina Ziegler nicht vergessen. Du hast nicht nur diese 500 Filme gemacht, sondern auch eine der wichtigsten Produktionsfirmen aufgebaut, deren Produkte nicht nur Julis und Fachleute beeindrucken, sondern regelmäßig Millionen Menschen vor den Fernsehern fesseln. Du hast zum Beispiel mit Weißen See eine High-End-Serie geschaffen, als dieser Begriff in Deutschland noch gar nicht angekommen war. Apropos Unternehmerin. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, als Laudatorin ganz gegen die übliche Schauspielergewohnheit nicht über mich zu sprechen. Bei dieser kleinen Episode kann ich es leider nicht vermeiden, denn, liebe Regina, sie markiert diese Episode den Beginn unserer Freundschaft, dem viele Jahre gemeinsamer Arbeit folgten. Also ich drehte in den 90er Jahren, Anfang der 90er, bei Otto Meissner, engagierter und eigenwilliger Produzent mit einem Riecher für Stoffe und Schauspieler. Einigen wird er sicher noch in Erinnerung sein. Er war nach einer langen Drehzeit sehr verärgert über den Regisseur und seine Hauptdarsteller. Also verweigerte er das sonst übliche große Abschlussfest und lud nur diese vier zu einer, sagen wir mal, kargen, pro forma Mahlzeit ohne Suppe und Nachtisch in die Paris-Bar ein. Beim Verlassen des Lokals begrüßte er Regina und Wolf, die dort turbulent und heiter speisten und den ich bis dahin noch nicht kannte. Zu Regina sagte er O-Ton: Kannst du alle haben, kannst du alle haben, so wie sie da sind. Am nächsten Tag, Punkt 9 Uhr, rief Regina an und sagte: Wir machen was zusammen. Tolle Sache, Sie werden sehen. Buch liegt an der Rezeption. Ja. Das ist Regina Ziegler. Entschlossen, schnell, auf den Punkt. Ja, und so kam unsere Koalition zustande. Schnell, entschlossen, auf den Punkt. Und wir waren nicht mal auf dem Balkon. Liebe Regina, du hast dich in einer Männerdomäne, in einer Zeit, in der noch um Emanzipation gerungen wurde und Frauen allenfalls als Zierde für erfolgreiche Männer galten, durchgesetzt. Du warst ganz Frau und bei Bedarf auch ganz Mann. Hast du eigentlich beide Geschlechter im Pass eintragen lassen? Ah, nicht. Als Frau hast du mit Herzblut und hoher Rippe und Marksknochen Suppeneintöpfe gekocht und mit selbstgebrutzeltem deine Gäste verwöhnt. Die Zehlendorfer Tafel war hochbegehrt und legendär. In jener Zeit hast du auch äußerlich die ganze Buntheit dieser Epoche wiedergespiegelt, bis zum Edelpunk deiner eigenwilligen Hütchen mit Spitzen und Federn. Deine finale Festlegung auf die Farbe Rot überdauerte jeden Wechsel des politischen Farbspiels. Am Herzen liegt mir dein unvergessliches Verdienst zu erwähnen, um die Bewahrung einer überreichen Theaterzeit an der Schaubühne Berlin. Peter Stein, Luc Bondy, Hans Neuenfels waren die Leuchtfeuer jener Epoche, die du der Nachwelt erhalten hast. Das war für die ganz junge Produzentin Weitsicht aus Idealismus, denn zu verdienen gab es da nichts. Ich habe sie verschlungen, diese Aufzeichnungen. Dein filmisches Schaffen glich einem Strom, mal zu fruchtbarer Überschwemmung neigend, aber auch nicht frei von gefährlichen Stromschnellen. Deine Zusammenarbeit mit André Weide bei Korczak und die Kinder hat dir internationales Renommee gebracht.
Mit deinem tollkühnen Einsatz für Heinrich IV. Bist du in heftige Strudel geraten. Wolf Grimm, der Kämpfer in eigener, aber auch ganz besonders in deiner Sache, hat dich seelisch auch in diesen Turbulenzen über Wasser gehalten. Er war dein Lebensmensch. Eure symbiotische Beziehung überdauert die Zeiten. Bei diesem staunenswerten Lebenswerk, bei dem es einem schon beim bloßen Anschauen schwindelig wird, stellt sich die Frage, gibt es etwas für dich selbst, Regina, was die Bedeutung deiner Arbeit übertrifft? Ja, lebenslange Freundschaften durch dick und dünn und zwei Frauen. Deine wunderbare Tochter Tanja, selbst renommierte Produzentin, mit der du seit 20 Jahren partnerschaftlich und gleichberechtigt zusammenarbeitest. Und Emma, jetzt hör mal weg, deine blitzgescheite Enkelin Emma, die zu den schönsten Hoffnungen berechtigt. Liebe Regina, seit der GroKo-Entscheidung vom 4. März wissen wir ja auch, dass in vielen Jahren aber das, du darfst nicht filmen, das ist verboten. Wer sagt das? Du, gesagt, der. Jetzt machen wir Abspann. Ja, schön Abspann noch. Ja, ja. Bad Ziegler verlässt das Kulturhaus. Oder so ähnlich. Ja. Genau. Danke Ihnen. Ciao, Frau Ziegler. Ciao.